Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Lifeless Planet mit dem Leo. Ja, ich muss gestehen, letzte Aufnahme ist schon eine ganze Weile her. Und ich weiß nicht mehr so richtig, wie der Stand der Dinge in Lifeless Planet war. Wir sind hier auf jeden Fall in der Finsternis unterwegs und haben immer noch dieses seltsame Licht in der Ferne, das irgendwie kein Sonnenlicht ist, aber halt am Himmel steht, scheinbar. Wir werden es herausfinden und ja, es ist echt eine Weile her, letzte Aufnahme, ein paar Monate, um genau zu sein. Ist ein bisschen peinlich, dass ich dieses Projekt nicht immer so durchziehe, aber ich nehme halt auch nur nach Lust auf, weil ohne Lust aufzunehmen und sich dazu zu zwingen, also ein bisschen zwingen muss man sich natürlich immer, weil klar, aber darauf habe ich auch keine Lust und euch macht es auch keinen Spaß, euch dann das Ergebnis davon anzuschauen. Darum warte ich lieber, bis ich wieder Bock habe. Und jetzt habe ich aber Bock, dieses Spiel endlich mal durchzuspielen und herauszufinden, was denn überhaupt hier los ist. Und ich werde verkacken. Und erstmal sterben am Anfang. Sehr gut. Ich glaube, an der Stelle waren wir schon letzte Folge. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, und jetzt haben wir schon, zumindest für mich, ich weiß ja nicht, wann ihr das Video anschaut, das ist ja noch hoffentlich Jahre später zu sehen hier. 2015. Anfang 2015 haben wir jetzt und ja, dieses Jahr. Ich schon wieder verkackt. Das gibt's ja wohl nicht. Aber ich habe ja auch. Ich habe den Jetpack, kann ich ja auch öfters einsetzen, ne? Als zweimal. Ah, ich bin ein Vollidiot. Erstmal reinkommen ins Spiel, sorry. Ja, genau. Ich mache eigentlich nicht so einen normalen Let's Plays, über aktuelle Sachen zu reden, weil. Ja, das ist halt alles ein bisschen. Das kann man ja immer anschauen und so Infovideos sind ja meistens immer aktueller, aber diesmal möchte ich mal eine Ausnahme machen, weil es ist auch nicht so die wichtige Info, aber vielleicht interessiert es euch ja trotzdem. Also ich wollte mal so ein bisschen drüber sprechen, was ich so mit dem Kanal, also ich weiß ja nicht, was die anderen so vorhaben oder falls sie überhaupt was machen. Oh, jetzt quatsche ich gerade an der wichtigen Stelle. Ich glaube, ich setze das mal später fort. Genau. Was liegt hier? Ein Tonband? Ah, nee, это говорит доктор наук Владимир Керимов из Советского космического агентства. Я записываю это сообщение в надежде, что когда-нибудь эта запись будет услышана, и наша миссия на этой планете будет понята. Это была мирная миссия. Мы обнаружили в Сибири портал 22 года назад. В 1974 году это загадочное устройство могло мгновенно перемещать людей и машины с Земли сквозь пространство прямо на поверхность этой планеты. Планета имела очень богатую биосферу, необычную и в то же время прекрасную, а также атмосферу, благоприятную для жизни. Было решено, что Союз должен застолбить на себя этот мир, поэтому самое удивительное открытие в истории человечества держалось в тайне. Наши лидеры хотели построить новое, идеальное советское общество. И так, в довольно короткое время, мы основали колонию, насчитывающую сотни людей. Вначале эта планета была очень многообещающей. Но спустя несколько месяцев команда наших ученых обнаружила, что местная растительная жизнь стало вымирать. Мы невольно завезли вирус, который убивал похожую на мох субстанцию, покрывавшую поверхность планеты. Эти организмы были основным источником питания местных растений. И когда они вымерли, вместе с ними вымерла и жизнь на всей планете. То есть вымерло большинство жизненных форм. Некоторые организмы остались. И они подверглись ужасным мутациям. Они жадны до любой пищи. Мы потеряли почти всю нашу колонию по милости этих существ. Даже в данный момент, когда я делаю эту запись, они подступаются к нам. Мы отошли к самой высокой точке восточного ущелья.
Мы надеялись добраться до древних электростанций. Это слишком опасно. Я не знаю, как долго мы сможем продержаться. Okay, ich hoffe, ihr konntet alle mitlesen, weil es ist extrem wichtig, was hier gerade geschildert wurde. Weil es ist endlich mal ein bisschen Klarheit. Also 1974 haben die Russen in Sibirien quasi ein Portal entdeckt. Oder eine Maschine. Und durch diese Maschine konnten sie auf diesen Planeten gelangen. Haben es aber geheim gehalten und wollten hier halt eine Kolonie gründen oder haben eine Kolonie gegründet und dann haben sie ein Virus freigesetzt irgendwie, das die Pflanzenwelt getötet hat auf diesem Planeten. Darum ist ja auch alles so öde und fast ohne Organismen. Genau. Also sehr spannend auf jeden Fall. Erklärt aber immer noch nicht das Licht am Himmel. Okay. Hier leuchtet auch irgendwas. Leichen. Looks like the Russians didn't survive. Man, these skeletons are creeping me out. Eine grauenvolle Szene bestätigt den Untergang der russischen Kolonisten. Verfallene Körper weisen darauf hin, dass eine Reihe von Menschen brutal von den Wurzelkreaturen getötet wurden. Haben diese feindlichen Kreaturen auch die intelligente außerirdische Rasse getötet, die das Portalsystem gebaut hat? Ich habe Glück, am Leben zu sein, dies nur dank meiner Entscheidung, der Frau zu folgen. Aber die seltsamen Begegnungen der letzten Stunde deuten darauf hin, dass sie in der Tat eine von ihnen sein könnte. Das wirkt sich nicht gut auf meine Überlebenschancen aus. Die Wurzelkreaturen. Naja, die Frau, die könnte durchaus gefährlich sein. Das streite ich nicht ab. Aber wir holen sie auch nicht ein, sie läuft ja weg von uns und bisher hat sie keine Anstalten groß gemacht, uns irgendwie zu töten oder aufzufressen. So, wo muss ich denn jetzt hier lang? Verdammt nochmal. Also, was ich in dem Spiel wirklich vermisse, ist, es ist zwar auch interessant, dass man seinen Weg selber finden muss, aber manchmal mir so einen kleinen Pfeil, der die Richtung anzeigt oder sowas, wäre ich schon mal dankbar. Besonders hier im Dunkeln, wo man die Hand vor Augen nicht sieht. Was haben wir denn da oben? Das sieht ja interessant aus. Ja, die Stimmung ist schon sehr finster hier. Passt jetzt eigentlich nicht unbedingt dazu, was ich sagen wollte, die Folge. Ich glaube, ich warte mal noch ein bisschen, bis wir da oben sind. Mal gucken, was da oben passiert. Mal gucken, ob ich überhaupt eine Möglichkeit finde, in der Folge das hier zu sagen. Wenn nicht, machen wir mal anders. Ist nicht so unglaublich wichtig. Ich wollte halt nur ein bisschen ansprechen, was ich so gerne 2015 mit unserem Kanal machen würde. So alles an Projekten und Ideen, wobei ich eigentlich kann ich es auch kurz fassen. Ich möchte eigentlich wieder anfangen zu streamen, habe ich richtig Bock zu. Und zwar auch regelmäßig, so ein paar Mal die Woche. Ah, jetzt geht's wieder los hier. Jetpack-Brennstoff aufgebraucht, ja, okay. Und was sonst noch so an Games kommt, das bespreche ich mal, wenn wir hier durch sind, was auch immer das ist. Sieht aus wie ein riesiger Stern oder what the fuck. This structure doesn't appear man-made. Was this what the Russians were trying to reach? Gewaltige Struktur. Hinter dem Schauplatz des Massakers entdeckte ich das bisher größte Bauwerk. Es scheint nicht von Menschen, sondern von den Portalerbauern gebaut worden zu sein. Haben die Russen versucht, es zu erreichen? Wenn ja, kamen sie auf tragische Weise nahe an ihr Ziel.
Ich werde noch etwas weitergehen und mich dann bis morgen etwas ausruhen. Ich vermute ja, dass die Frau eine von den Portalerschaffern ist, ehrlich gesagt. Ich sehe nichts gerade, ne? Hier wahrscheinlich noch weniger. Och, Alter. Hier geht's hoch, oder? Nee. Hier geht's gleich bergab, das sollte ich nicht weiterlaufen. Wahrscheinlich muss ich da lang. Ich kann das leider nicht so richtig erfassen. Ist aber riesig auf jeden Fall, das Bauwerk. Oh. Ah, endlich wieder ein bisschen Licht. Und ein Checkpoint natürlich. Ja, was in Games so kommt, also Ende Januar kommt Dying Light. Scheiße. Uns gerade vor den Wurzeln gerettet. Das ist auf jeden Fall eine Aktion, die sie vertrauenswürdiger macht. Also, Dying Light kommt Ende Januar raus. Aber nicht in Deutschland, soviel ich weiß. Es wird sogar, soll sogar indiziert werden. Was ich ziemlich krass finde, weil... Sie saved me. But for what purpose? Warum, ja. Aber bei Dead Island wurde, glaube ich, auch indiziert, ne? Und das von den gleichen Machern. Naja. Mal gucken, ob ich das zocke. Ich weiß noch nicht. Ich hätte eigentlich schon Bock drauf, aber... Ich habe auch noch diese Sachen, die noch am Laufen sind, ne? Und immer was Neues anzufangen. Mal schauen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr Bock drauf habt. Auf Dying Light ist so eine Art... Zombie-Action-Spiel... First Person. Dann kommt natürlich im Mai Switcher 3 raus. Ich bleibe mal kurz hier stehen, bevor ich da reingehe. Und rede mal weiter, damit wir das endlich abgehakt haben. Sorry, dass ich jetzt gerade hier ein bisschen unterbreche, aber ich wollte das einfach mal loswerden. Switcher 3 im Mai kommt raus, das werden wir auf jeden Fall zocken. Und eigentlich hätte ich Bock davor noch Switcher 2 zu spielen, aber ich glaube, das werde ich nicht schaffen. Zumindest nicht ganz durch. Und The Division kommt, hat noch kein Release-Datum, soll nur dieses Jahr rauskommen. Das werden wir natürlich im Koop zocken. Genau, und das sind eigentlich so die drei Sachen, die wir zocken wollen auf jeden Fall. Und... Achso, Witcher 3, das kann auch sein, dass streiten Paul und ich noch ein bisschen drum, wer das zockt oder aufnimmt. Vielmehr. Vielleicht können wir auch mal das zweite aufnehmen oder so. Ja, ich will euch jetzt nicht länger bequatschen. Rein hier. Was ist das hier? Ein Junge im Wald. Ich erkenne die sich verändernde Welt um uns herum nicht mehr wieder. Sie scheint dunkler zu sein und trostlos und hasserfüllt gegenüber unserer Anwesenheit. Mein Sohn Kolja kam letzte Woche zu mir und behauptete, er habe einen Jungen im Wald gesehen, der versuchte, ihn tiefer hineinzulocken und ihm dann mit einem Ast ins Gesicht schlug. Die klaffende Wunde auf seinem Gesicht ist der Beweis dafür. Zwar könnte er mit dieser Geschichte versuchen, seine Verlegenheit zu verbergen, aber Kolja verschwört, dass der Junge genauso aussah wie er, und ich bin geneigt, ihm zu glauben. Ich weiß nicht, ob wir diese Monstrositäten geschaffen oder sie nur erweckt haben, aber ich weiß, dass wir an diesem Ort nicht mehr willkommen sind. Tja. Es waren einige interessante Geschichten hier. Von der russischen Bevölkerung. Und ein ziemlich krasser Nebel hier.
Oh, da ist Madame wieder. Ich habe Angst. Ich laufe lieber weiter. Sie ist verschwunden. War es nicht Madame gewesen, glaube ich, ist eine andere gewesen, ne? Oder doch? Keine Ahnung. Die Wurzelkreaturen scheinen verschiedene Formen anzunehmen zu können. Sie haben gemerkt, dass ich der Frau folge und nahmen ihre Form an, um mich in ihre Fallen zu locken. Oder werden sie von ihr kontrolliert? Verläuft die Kommunikation sie auf eine Weise, was? Die ich nicht verstehe? Ich würde nichts hiervon glauben, wenn ich es nicht selbst erlebt hätte. Aber meine Überzeugung ist wenig wert. Ich verstehe immer noch nicht, was los ist. Hm. Also die Wurzelkreaturen. Ich weiß nicht, ob die mit ihr zusammenarbeiten und ob die gegeneinander arbeiten oder... Keine Ahnung. Das ist ein riesiger, knorriger Baum. Das ist schon ziemlich krass hier. Toter Wald. Was meinst du, uns auf die Uhr schauen? Ich weiß nicht mehr genau, wann ich angefangen habe, verdammt. Wir können schon noch eine Weile, ne? Ich will die Folge nicht zu lang halten, weil ich weiß, dass ihr das nicht mögt. Wow. This must have been a spectacular forest. Toter Wald. Eine weitere Bestätigung, dass dieser Planet einst voller Leben war. Mal kurz was trinken. Ich bin auf die Überreste eines einst riesigen Waldes gestoßen. Wie unsere Scout-Sonden vermuten ließen, war diese Welt früher ein Ort mit vielfältigen Lebensformen und einem stabilen Ökosystem. Die Flasche leise abzustellen ist echt nicht leicht. So, eine Glasflasche. First World Problems. Alter Vater. So einen Wald hatten wir auch noch nicht in Lifeless Planet. Könnte der Wald sein, wo Hänsel und Gretel verschwunden sind. Ein Witz. Nee, hä, what the fuck? Na doch, könnte eigentlich. Eieieiei. Also, wohl ist mir nicht bei der Sache, mein Freund, dass du jetzt hier durchgehen musst. Hier lang? Was denn hier? Geht's hier weiter? Oder werde ich hier von Wurzeln gefressen? Nee. Hier ist nix, ne? Ich guck bloß immer, weil es gibt ja manchmal diese Extras. Wobei die eher selten sind, habe ich das Gefühl. Hier durch? Nee, ich gehe hier durch. Ich komme den Bäumen lieber nicht zu nahe, mein Freund. Was haben wir denn hier? Schweben die? Die schweben, das sind solche Energiekugeln. Aha. Das ist ja interessant. Hm. Dann müssen wir wohl doch hier durch. Wenn das denn gehen würde. Hallo? Hier werde ich doch sofort aufgefressen, ne? Ich glaube, wir müssen irgendwas mit den Energiekugeln machen. Wahrscheinlich die da hinlegen oder so. Wie ging das nochmal? Ging es mit L? Schnell vergessen. Oh ne, kommt ja irgendwie immer so ein Symbol, wenn irgendwas gehen würde, aber hier geht nichts. Ha. Hier rüber kann ich doch auch nicht. Ich habe ja mein Dingens verloren, mein Jump Pack. Hier sperre ich mich nur selber ein.
Tja. Oder ist wieder ein Bug und ich kann da wieder nichts aufheben. Keine Ahnung. Aber mittlerweile müssen die Bugs ja mal gefixt sein. Oder ich stelle mich wieder nur doof an. Das kann natürlich auch sein. Um nochmal aufs Streamen hin zurückzukommen, während ich hier mal ein bisschen durch den Wald latsche und gucke, was wir machen können, müssen wir vielleicht hier lang. Kann das sein? Ich kann momentan nicht wirklich streamen. Erstens, weil mein Internet kacker ist. Kohle. Hier ein Bonusgegenstand, genau. Ich habe einige ungewöhnliche Messwerte in diesen Proben erhalten, aber ich glaube immer noch, dass Kohle die ordnungsgemäße Bezeichnung für dieses Mineral ist. Da Kohle auf der Erde auf Pflanzenmaterial steht, muss ich feststellen, dass diese Proben aus den Überresten der wurzelähnlichen Kreaturen auf diesem Planeten gebildet wurden. Allerdings ist an diesem Exemplar etwas Merkwürdiges und ich kann immer noch nicht genau erfassen, mit welcher Art von Lebensform wir es hier zu tun haben. Okay, wir haben also Kohle gesammelt. Kohle, Kohle, Kohle. Und außerdem, neben dem Internet ist, ich könnte zwar mit gutem Internet streamen, aber ich möchte eigentlich nochmal einen neuen PC dafür haben, damit das auch besser klappt alles. Aber das wird noch eine Weile dauern. Also Stream wird nicht nächsten Monat, glaube ich, noch nicht losgehen. Vielleicht im Frühjahr oder so, mal gucken. Also ihr kriegt das dann auch mit auf YouTube oder auf den Social Media Seiten von uns. Übrigens, Facebook hat jetzt 12 Likes, ja, also immerhin. Könnt ihr mal euch nachlegen. Like geil. So, wo muss ich denn jetzt hier verlangen, verdammt nochmal? Es muss doch irgendwas mit den Kugeln sein, aber ich darf ja offenbar nicht die aufheben oder so. Jetzt habe ich hier aus Versehen Tab gedrückt und jetzt kommt das Holo-Dings. Tja. Ich kann mich auch nicht durchglitschen oder so. Und die Wurzeln fressen mich sofort. Nee, man muss irgendwas damit machen. Ich weiß bloß nicht was. Wenn ich mal wüsste. Ach, jetzt geht es wieder nicht hier. Bei dem Spiel sind nämlich wirklich noch nicht alle Bugs gefixt, was ein bisschen peinlich ist für die Entwickler, ehrlich gesagt. Das ist schon so lange draußen. Ach so. Einfach mal Maus klicken wäre ja auch mal eine gute Idee, Leo. So, ich wette, das muss jetzt hier rein. Ja. Piss dich. So. Ich nehme mal vorsichtig aber noch eine mit, falls wir noch eine brauchen. Dann müssen wir nicht nochmal zurückklatschen. Wird ja wohl seinen Grund haben, dass da drei liegen. Warum einfach, wenn es auch schwierig geht, ne? Oh, dieser Wald, ich muss hier raus, ey. Kriegst du echt Platzangst? Oh. Ja, nicht so gut. Nicht so gut. Da wurde ich direkt aufgespießt. Das braucht ja auch immer. Oh. Ach, die ist jetzt schon weg. Sag mir das bloß nicht, dass die Kugel auch weg ist. Ne, die ist noch da, okay. Wir brauchen tatsächlich alle Kugeln, um wahrscheinlich die ganzen Wurzeln da abzulenken. Na, komm. Hallo? Ja. Mal gucken.
Die Dinger übersieht man auch leicht, aber die sind immer so schwarz, ne? Nicht wie die hier. Könnte auch theoretisch rüberjumpen, glaube ich. Aber ich nehme lieber keine... Oh, Leute, ist ja jetzt eine Kugel geglitscht oder was? Gott. Tschüss, tschüss. Lol. Ja, komm, ich probiere es einfach rüber zu springen. Ich würde aber gerne noch eine Kugel mitnehmen. Okay. Das war keine gute Idee. Ich stelle mich gerade ziemlich dämlich an. Und schinde hier irgendwie Zeit, während die Folge langsam vorbeigeht. Aber das werde ich jetzt noch schaffen hier. Es ist nur noch eine Kugel da, na super. Hallo. Jetzt nimm die Scheiße doch mit. Jetzt geht's nicht mehr, oder was? Ne, es scheint nicht mehr zu gehen. Der geht auch einfach durch. Hm, okay. Ich werde jetzt einfach drüber jumpen. Ich hoffe, das funzt. Weil die Kugeln sind jetzt am Arsch da. Die kann ich jetzt nicht mehr holen. Dann muss ich nochmal den Checkpoint anfangen. Das will ich euch nicht antun, so viel Inkompetenz. Ist schon genug für eine Folge. Wie gesagt, warum einfach, wenn es auch schwierig geht? Riesige Felsbrocken hier. So, ich werde jetzt kommen aber nochmal wurzeln, wo ich die Kugel brauche, und dann bin ich am Arsch. Ich will hier nicht runterjumpen, ehrlich gesagt. Ist ich hier wieder hoch? Nee, da sterbe ich, wenn ich hier runterjumpe. Ich muss wieder hoch, glaube ich. Okay. Ei. Ist das eine Wurzel oder ein Stein? Ich glaube, eine versteinerte Wurzel. Oh. Junge. Kurz was trinken, sorry. Krieg beim Aufnehmen immer so krass schnell einen trockenen Hals. These must have been the portal creators. Looks like the root creatures killed them, just like they did the Russians. Erbauer des Portals. Die Erbauer des Portals erlitten offenbar das gleiche Schicksal wie die Russen. Dieser Planet möchte nicht von außerirdischen Rassen besucht werden. Auch nach dem Tod liefern seine Geschöpfe einen schrecklichen Kampf. Was denn? Was sind denn die Erbauer gewesen? Die Bäume? Nee. Ich weiß nicht, was die meinen hier immer. Alter, guck dich mal diese Bäume an. Voll strange. So, wenn wir jetzt einen Speicherpunkt haben, hatten wir schon einen? Ich weiß nicht. Dann machen wir Schluss. Einmal rüber jumpen, würde ich sagen. Komm schon, Speicherpunkt jetzt. Speicherpunkt, Speicherpunkt. Speicherpunkt? Speicherpunkt. Jetzt Speicherpunkt. Jetzt Speicherpunkt. Speicherpunkt. Hilfe. Speicherpunkt. Sehr gut. Speicherpunkt. Kleiner Cliffhanger. Wir finden in der nächsten Folge raus, was das für ein abgefahrenes Geräusch ist. Hört sich auf jeden Fall nicht allzu gemütlich an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.